Wechseljahre, Ernährung, was kann ich machen? Ihr Lieben, wie ist eure Erfahrung für die, die die Wechseljahre schon mitgenommen haben? Die können ja übrigens auch in den 30er, 40er Jahrzehnten auch schon auftauchen. Wie ist eure Erfahrung? Schreibt mir mal in die Kommentare, wie es euch ging. Und vielleicht auch schon, habt ihr ernährungstechnisch irgendwas geändert, was euch geholfen hat? Ihr Lieben, ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin Assistentin Kassenzulassung in eigener Praxis. Und ich wurde gefragt, ob ich nicht ein Video machen kann zum Thema Wechseljahre. Ich selber ja, kenne die ganze Thematik und es ist in der Regel so, dass man, ich zeige es euch gleich auch in Bildern, schon ein paar Sachen sehr gut machen kann. Möglichst natürlich frühzeitig, vielleicht auch nicht erst, wenn man in den Wechseljahren ist, kann man auch vorher da schon mit anfangen. Worauf kommt es drauf? Also, was wollen wir sozusagen machen oder worauf kommt es an? Der erste Schritt ist, dass wir versuchen, den Blutzuckerverlauf nicht zu hoch zu treiben, weil die Hormonlast und unser Älterwerden schneller Körperfett entstehen lassen kann. Für die, die mich kennen, die Insulinwirkung kennen einige schon, dass eben mehr Insulin über die Bauchspeicheldrüse, das wird immer dann produziert, wenn ich einen höheren Anteil an Zucker habe, brauche ich Insulin, um den Zucker in die Zelle zu schleusen. Und daher ist der erste Tipp tatsächlich etwas vorsichtiger mit den Kohlenhydraten zu sein. Wenn ich nämlich zu viele Kohlenhydrate habe, weil es zum Beispiel lecker Kuchen gibt oder Kekse oder Schokolade, Süßigkeiten, dann steigt der Blutzucker an und dieser höhere Blutzucker macht ja eine höhere Insulinausschüttung und ich höre es immer wieder, wenn die Leute sehr viele Kohlenhydrate gegessen haben, dass denen heiß wird hinterher. Das heißt, der Körper muss ja die Energie versuchen wieder zu verbrennen und was dann passiert ist, dass dann eben auch Wärme entsteht, weil ja der Zucker in der Zelle landet und dadurch sozusagen Hitzeballon entstehen können. Von daher bei Kohlenhydraten immer ein bisschen aufpassen. Natürlich sind die Kohlenhydrate alle nicht per se schlecht, sondern die Menge ist entscheidend. Wenn es um helle Kohlenhydrate geht, lassen die hellen Kohlenhydrate den Blutzucker einfach immer in der Regel schneller ansteigen, machen nicht so einen hohen Sättigungseffekt, als wenn ihr jetzt ein Graubrot oder Schwarzbrot und ne, Mehrkorn, Vollkornbrot esst. Das heißt, wir haben hier tatsächlich immer langsamere Blutzuckeranstiege und daher ist es sinnvoll, eher Mehrkorn, Vollkornbrot tatsächlich auch zu verwenden und vorsichtiger oder zurückhaltender, wenn ihr selber wählen könnt, mit dem hellen Brot zu sein. Ich bin nicht der Verfechter, es zu verbieten, weil das Brot an sich macht einen Sättigungseffekt. Die Ballaststoffe haben einen cholesterinsenkenden Effekt durch die Körner und ähnliches. Und wir haben ja auch immer irgendwann mal Hunger und ein moderater Blutzucker, das war ja dieser hier, der ist ja auch gewünscht. Warum? Das Gehirn braucht auch einen Anteil Zucker. Und ich erlebe es immer wieder, dass die Hitzeballon mit gesunden Kohlenhydraten dann tatsächlich auch besser werden. Und Unterzuckerung, weil ich vielleicht lange nichts gegessen habe und dann merke, ich werde unkonzentriert, ist natürlich mit einem Mehrkorn-Vollkornbrot oder Graubrot-Mischbrot natürlich eher möglich, weil es den Blutzuckerspiegel besser hält. Viele erleben das immer, wenn die auch bei vielen höre ich das auch immer wieder, wenn die sogar auch eine veränderte Insulinausschüttung mit einer Insulinresistenz im Hintergrund haben, reagieren die mit Müdigkeit, mit Unkonzentriertheit, mit Zuckerabfall nach schnellen Kohlenhydraten oder eben auf die helleren Kohlenhydrate mit dem Schwitzen und ähnlichem. Also von daher, ne, ihr Lieben, dann lieber Mehrkorn, Vollkornbrot. Was auch immer sinnvoll ist, hatte ich anfänglich schon in der Hand, Eiweißquelle. Ihr könnt Quark, Joghurt, Frischkäse nehmen, da könnt ihr frei wählen, was ihr mögt. Ihr dürft natürlich auch gerne in Fisch, Fleisch, Geflügel, warte, das war der Reis. Käse könnt ihr natürlich mitverwenden, wer mag. Ihr könnt Fisch nehmen, weil wir versuchen, die Eiweißquellen anzuheben. Das heißt, wenn ich jetzt Obst zum Beispiel habe und kann das kombinieren und mag dann Quark, Frischkäse, Joghurt, dann habe ich immer einen langsameren Blutzuckerverlauf. Und von daher ist in dem Zusammenhang, es ist immer sinnvoll, dass man das Obst kombiniert. Zuckerspiegel bleibt niedriger und der Sättigungseffekt geht hoch und die Hitzeballon gehen dann auch runter in dem Zusammenhang, weil wir uns nicht nur vom Obst alleine satt essen, sondern immer mit der wichtigen Eiweißquelle, die wir übrigens auch für den Zellaufbau und ähnliches brauchen. Aber um eben den Blutzucker auch in der Blutbahn moderat zu halten, ist es immer besser, Obst zu kombinieren, egal was ihr da geschmacklich mögt, mit einer doppelten Menge an Eiweißquelle. Also ihr könnt immer 2 zu 1 machen, 2 Teile Eiweißquelle, Quark, Joghurt, Frischkäse,
Was fällt mir noch gerade ein? Genau, das sind ja so diese Klassiker. Hüttenkäse geht auch noch. Und dann kombinieren mit dem Obst, weil dann reduziert ihr den Zuckeranteil und dadurch kommt die Hitzewallung nicht so doll. Wenn ich zu viel Obst als Obstsalat zum Beispiel alleine esse, also mehr als zwei, drei Hände voll, dann habe ich halt auch viel Zucker in der Blutbahn. Ja? Von daher gilt auch nicht, ein zuckerreduziertes Obst, Leute, gibt es nicht. Es gibt nur die Menge an Obst und ja, es unterscheidet sich vielleicht, ob es süßlich oder säuerlich oder gereifter ist, wie bei einer Banane zum Beispiel. Aber ich habe letztens selber eine Banane und dann habe ich gerade, ne, Libre laufen und es war so, dass die Banane im Normalbereich bei mir geblieben ist. Also man muss da eben manchmal immer gucken, wie wir wirklich auf den Zucker tatsächlich reagieren. Und wir wissen, kommt eine Eiweißquelle dazu, Blutzuckerverlauf langsamer, also nicht so doll wie hier, sondern weniger Zucker in der Blutbahn, wenn Eiweißquelle da ist. So, was könnt ihr noch machen, wenn es um die warme Mahlzeit geht? Dürft ihr gerne Reis oder Nudeln oder Kartoffeln einbauen? In der Regel geht man immer von der Handschale gekochte Ware aus. Das hat den Vorteil, hier kann man das so zum Beispiel sehen, Handschale voll gekochte Ware. Und dann würdet ihr ja gucken, was esse ich dazu? Zu Reis, Kartoffeln oder Nudeln. Wenn ich diese Handschale voll gekochte Ware habe, geht der Blutzuckerspiegel nicht so hoch. Nicht den Teller voll machen. Dann schauen, dass ihr den Teller aber voll bekommt mit mehr Gemüse oder ihr esst einen Salat dazu, ganz was ihr mögt. Und dann würde ich immer schauen, was ihr noch an zusätzlicher Eiweißquelle dazu essen könnt. Also zum Beispiel Fisch oder Fleisch oder Geflügelfleisch. Da gehört auch das Ei rein, Spiegelei, Rührei, gekochtes Ei. Also immer schauen, dass ihr eine Eiweißquelle habt. Und im Idealfall würde man immer versuchen, hier kann man das ja so ein bisschen sehen, dass wir mindestens zwei Hände voll mit Gemüse haben. Also wenn ihr jetzt ein Hähnchenfleisch, kann auch gerne mal mit ein bisschen Haut oder so sein, wie man das ja auch manchmal mag, und dann Reis und Gemüse dazu, dann hätte ich eine vollwertige, gesunde Mahlzeit. Wenn die Kohlenhydrate moderat sind, ist der Blutzuckerspiegel niedriger und daher ist es aber wichtig für den Sättigungseffekt zu schauen, dass ihr die Eiweißquelle drin habt mit Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei und für den Sättigungseffekt eben auch den Gemüseanteil. Ja? Von daher ist ein bisschen Kohlenhydrate gut für das Gehirn, weil das hat immer einen Anteil an Zucker an der Stelle. Ja, genau, an Zucker. Das heißt, aus der Stärke wird ja am Ende Zucker und das Gehirn kann dann auch besser denken. Und ich erlebe es auch immer wieder, dass Patienten sagen, wenn sie das Essen ein bisschen umstellen, haben sie einen hohen Sättigungseffekt und haben auch eher das Gefühl, dass es ihnen wieder besser geht. Auch die Erfahrung, drei oder sechs Mahlzeiten ist mit Zwischenmahlzeiten häufig, dass es dem Patienten besser geht. Ich muss nur gucken, dass ich die Zwischenmahlzeit mit dem Blutzuckerverlauf niedrig halte. Das wäre zum Beispiel Gemüse zwischendurch und dann kann ich hier Kräuterquark dazu machen zum Beispiel und eindippen, stippen und essen. Ich kann eine Scheibe Brot zwischendurch essen. Ich kann Quark, Joghurt, auch mit ein bisschen Vanille zum Beispiel nutzen. Das heißt, ich kann schon auch Süßspeise essen. Ich muss nur gucken, dass die Eiweißquelle höher ist oder der Frischkäseanteil. Auch Tomate Mozzarella zum Beispiel, wenn ich pikante Variante mag, ist eine Möglichkeit. Was auch sehr gut geht für einige zwischendurch, sind auch selbstgemachte Shakes. Das heißt, Quark, Joghurt, Obst mixen und wer das nicht mag, kann Frischkäse nehmen, zum Beispiel Hüttenkäse. Und dann kann ich das ein bisschen dünnflüssiger machen und in dem Moment habe ich einen Eiweißshake, den kann ich dann schluckweise trinken. Ziel ist, Zuckerspiegel niedriger halten, damit diese Schwitzattacken weniger werden. So, und warum machen wir das Ganze mit dem Eiweiß? Damit der Insulinspiegel runtergeht. Und wenn der Insulinspiegel runtergeht, kann ich auch unter den Wechseljahren in die Gewichtsveränderung gehen. Weil ich immer wieder die Erfahrung habe und das auch von den Patienten höre, wenn diese Wechseljahresbeschwerden kommen, haben die die Situation, dass häufig das Gewicht hochgeht. Und das liegt immer daran, wenn wir in die Ernährung schauen, dass häufig einfach zu viele Kohlenhydrate sind. Ne? Das ist nicht nur Kartoffelreis oder Nudeln, Teller voll Nudeln, kennt ihr alle. Und dann mit Soße, schaut dann, dass ihr Gemüse dazu habt und eine Eiweißquelle obendrauf. Krustentiere zum Beispiel dazu wäre auch möglich. So, ihr Lieben, ich hoffe für all die, die Wechseljahresbeschwerden haben, oh, ich, ne? Kleines Herzchen zu euch. Ich hoffe, dass es nicht zu doll wird und ihr das mit der Ernährung ein bisschen beeinflussen könnt. Habt ihr Fragen, schickt mir, dann schreibt mir das gerne. Schickt mir ja eine PN und dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen.